Und hier sind wir zur nächsten Folge Pro Cycle Manager. Willkommen zurück. Heute also die chinesische Meisterschaft über 195 Kilometer von Hangzhou nach Hangzhou. Unser Man, Suo Jin Liu, ist natürlich top motiviert, das Rennen zu gewinnen. Und er hat einen Konkurrent tatsächlich. Und das ist Mei Jing Wang von Bahrain Merida, wie es aussieht. Wir sehen uns im Rennen. So, da sind wir also. Es ist angerichtet. Ja. Die chinesische Meisterschaft, Suo Jin Liu und Wang aus der Bahrain Merida Mannschaft stehen am Start. Und ich würde sagen, let's go, let's do this. Er greift an. Okay. Ah, Suo Jin Liu ist auf automatisch gestellt, zum Glück, und versucht hinterher zu gehen. Also, das sind die Werte von Wang. Definitiv ein machbarer Gegner hier in diesem Rennen. Aber Liu hat heute eine schlechte Tagesform. Das könnte uns natürlich so das eine oder andere kosten. Das ist ja, denke ich mal, ganz klar. So, jetzt greifen wir mal an. Suo Jin Liu mit der Attacke und Wang. Der kann oder will jetzt nicht hinterhergehen. Und das könnte vielleicht wieder ein Start-Ziel-Sieg geben. Aber der Wang, der wehrt sich auf jeden Fall. Der fährt hier gerade schon schnell. Und versucht, Suo Jin Liu gleich wieder einzuholen. Ob ihm das gelingt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist nicht schlecht, was der hier zeigt. Lücke wird nochmal ganz, ganz eng. Kann der Liu einholen? Zumindest für einen kurzen Moment schafft das. Bleibt da dran, ist jetzt die nächste Frage. Liu jetzt nochmal mit Gas. Boah, aber der ist zäh, der Typ. Also, Liu behält die ganze Zeit so ganz, ganz kleine Lücke bei. Bei diesen Hügeln. Aber das war's auch schon mit den Hügeln. Und damit ist Wang nach den ersten Hügeln noch dran. Aber ihr seht, es ist wieder mal ein Rundkurs. Man muss halt höllisch aufpassen, weil der kann jederzeit angreifen. So, Strategie. Auf Etappe fahren. Angriffen folgen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Also, wir müssen auf jeden Fall auf die nächsten Hügel aufpassen. Denn ich glaube, dann wird Wang wieder versuchen. Aber vielleicht versuchen auch wir es einfach mal. Weil je früher wir ihn abgehängt haben, desto eher können wir in den Standby-Modus schalten, sozusagen. Wenn der hier die ganze Zeit am Hinterrad hängt, dann müssen wir natürlich auch dementsprechend aufpassen. Ich kann nicht mal Getränke holen, weil er einfach die ganze Zeit am Hinterrad lutscht. Ist ja auch lustig. Gleich geht es in den nächsten Anstieg hinein. Und zwar jetzt hier. Und wir versuchen es nochmal, wenn ich nicht daneben klicke. Mit einer Attacke. Suo Jin Liu jetzt an der 13% steilen Mauer. Versucht dann nochmal Wang abzuhängen. Wang kann jetzt erstmal nicht folgen. Aber wir haben es gesehen, der Typ ist C. Der ist C, aber jetzt konnte Liu mal einen Punkt Gewinn setzen. Das ist jetzt schon eine ordentliche Lücke, die er zwischen sich und seinen Konkurrenten gebracht hat. Boah, aber der ist stark wie die Sau. Der gibt sich nicht auf. Und hat nach wie vor die Chance, auch diese Lücke wieder zu schließen. Wang gibt alles. Aber auch Liu gibt jetzt natürlich Vollgas, denn jetzt hat er die Lücke, die er wollte, und die müssen wir jetzt irgendwie verteidigen. Denn Wang kann dieses Tempo auch nicht ewig fahren. Das strengt den ja auch an. Aber halt auch Liu. Aber halt auch Liu. Ich hoffe, er ist stark genug für dieses Tempo-Battle der beiden jetzt.
22 Sekunden, 25 Sekunden. Liu kann sich jetzt etwas absetzen. Jetzt scheint es so, als würde Wang ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen. Vorsprung wird ein bisschen größer. Gleich geht es wieder in die Steigung und dann können wir gespannt sein, was das für Zuo Jinliu heißt. Kann er deinen Vorsprung ausbauen oder wird er am Ende Zeit verlieren auf Wang? Also das ist ein schöner Zweikampf hier zwischen den beiden. Auch dieses Rennen gefällt mir um Welten besser als die ukrainische Meisterschaft, sage ich ganz ehrlich. Dieser Wang, Alter. Was ist denn mit dem Jungen? Der ist schon wieder dran gleich. Das ist unfassbar. Wang ist wieder dran. Und Liu kriegt ihn nicht abgehängt. Wang schließt diese Lücke und ist wieder dran. Es gibt's nicht. Unfassbar. Ich mache wieder auf automatisch, falls der angreifen sollte. Jetzt heißt es erstmal Kraft sparen. Aber Wang bis jetzt schon richtig krasses Rennen vom Chinesen. Aber vom anderen Chinesen. Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt einen anderen Chinesen gibt. Aber ich habe tatsächlich vergessen, dass da noch irgendwo einer rumturnt. Wird zwar oft gesagt, dass das eher so ein Marketing-Gag ist, um einen neuen Markt zu erschließen. Aber bislang zeigt er sich hier in der blendenden Form. Wahrscheinlich ist es ein Saisonhöhepunkt. Aber ich fürchte, ehrlich gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, das ist auch von Zuo Jinliu der Saisonpunkt. Ich kann jetzt wieder keine Getränke holen, weil der Wang die ganze Zeit hinter mir fährt. Das ist so nervig. Muss ich nochmal angreifen, nur um vielleicht die Chance zu haben, Getränke zu holen. So, jetzt ganz schnell, während wir eine eigene Gruppe sind. Das müsste gehen, oder? Yes. So, jetzt ist er wieder dran. Was für ein Quatsch. Also Liu hat halt alles andere als eine gute Tagesform. Aber es kann doch nicht sein, dass das hier in die Hose geht, oder? Wir kennen die Tagesform unseres Gegners nicht. Wenn der natürlich eine plus 5 hat oder eine plus 4, ja, dann kann es auch wieder eng werden. Weil Liu's Tagesform ist halt absolut scheiße. Sorry für die Wortwahl, aber anders kann man es ja gar nicht sagen. Noch viermal fahren wir diese Hügelkette. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Geschichte. Normalerweise würde ich sagen, Liu fährt in den Grund und Boden. Aber da der vorhin diese Attacke gekontert hat, glaube ich hier an gar nichts mehr. Versuchen es gleich nochmal, würde ich sagen. So, komm. Gib nochmal Gas, Liu. Ja, Wang kann erstmal nicht mehr folgen.
Aber er bleibt halt dran. Er bleibt halt unermüdlich dran. Boah. Ey, ganz ehrlich, wer hätte gedacht, dass das hier so ein Feind wird? Der ist eklig, der Typ. Ich meine, ja, Liu ist theoretisch stark genug, dass wir es auch auf dem Sprint ankommen lassen können. Also, egal in welcher Ebene, Liu muss das Ding gewinnen. Egal ob als Sprint, egal ob vom Beginn an mit einer Attacke, egal ob mit einer Attacke am Hügel, egal ob mit einer Attacke im Flachen. Eigentlich muss er das Ding so oder so oder so oder ganz anders, egal wie, der muss das Ding holen. Ganz, ganz klar. Das Einzige, wodurch Wang punkten könnte, das wäre Erfahrung. Denn er ist natürlich um einiges älter als Suo Jin Liu. Aber auch der Punkt zählt nicht, weil ich meine, ich bin ja auch noch da. Irgendwo. Und ich habe ja schon ein paar PCM-Rennen gemacht. So ist es ja nicht. 2-mal noch diese Hügelkette. Was für ein Duell hier. Hol ich mir ins Team, da habe ich es nächstes Jahr leichter. Noch 2-mal die Hügelkette. Bin gespannt, ob von Wang jetzt vielleicht noch eine Attacke kommt. Denn der ist mit Sicherheit auch nicht platt. Es beunruhigt mich so ein bisschen, dass immer Liu vorne fährt. Immer Liu ist im Wind. Der Wang hält sich da schön raus. Meistens zumindest. Ich hoffe einfach, dass das nicht dazu führt, dass der irgendwann viel, viel stärker dasteht als wir. So. Jetzt kommen wir auf die letzten 34 Kilometer. Es gibt jetzt noch einmal den Hügel. Danach ist es flach und ich überlege halt, sollen wir es am Hügel probieren oder lassen wir es wirklich auf dem Sprint ankommen? Ich glaube, ich lasse es auf dem Sprint ankommen. Ja, komm ey, das kann nicht sein, dass der mich platt macht im Sprint. Das wäre zu krass. Okay. Jetzt heißt es nochmal aufgepasst. Wenn eine Attacke kommen sollte, dann jetzt. Der Wang zeigt keine Nerven. Der ist der Wahnsinn. So, gleich geht es nochmal diese steile Rampe hoch. Da könnten wir es theoretisch auch nochmal versuchen. Aber da kann es auch Wang nochmal versuchen. Wollen wir es nochmal probieren? Mir ist es einfach zu unsicher. Wir probieren's. Noch 15 Kilometer.
Und Wang holt uns wieder ein. Gruselig. Also, attackiert bekommen wir den nicht weg. Wir müssen es auf den Sprint ankommen lassen. Und eigentlich ist Suo Jin Liu der ganz klar bessere Sprinter. Schaut euch die Werte an. Auch in der Ebene ist er klar besser. Er ist überall klar besser. Aber er ist auch am Hügel klar besser, eigentlich. Was? Okay, wir haben einfach das Velodrom von Roubaix aus irgendwelchen Gründen als Finale. Was soll das denn? Ihr chinesische Meisterschaft halt. Ja, ich weiß. Es sieht hier immer so aus. Das ist das Roubaix von was? Hangzhou. Hangzhou, wie auch immer. Das sieht so aus. Oder so ähnlich. Komm, Stehversuche. OMG. Ich dachte schon, der will mich jetzt komplett verarschen. Warum fährst du jetzt nach vorne? Bleib doch hinten dran. Komm, letzter Kilometer, los geht's. Liu gegen Wang. Schlusssprint um den Titel und Liu holt sich's. Ein Glück, Alter. Brrr, da ist er dann doch abgezockt genug. Meine Güte, wie oft haben wir versucht, den anzugreifen? Wie oft? Und es hat nie geklappt. Also Riesenrespekt an Wang von Bahrain Merida. Von den Werten her, klare Sache. Eigentlich hätten wir nach Belieben in Grund und Boden fahren müssen. Aber ich kann es mir nur so vorstellen, dass er heute eine wirklich gute Tagesform gehabt hat und Lios Tagesform war halt einfach kacke. Aber Sieg für Suo Jin Liu. Das ist die Hauptsache. Und damit Glückwunsch zur chinesischen Meisterschaft. Suo Jin Liu ist der neue Meister aus China. Zweiter wird Meijin Wang. Wie gesagt, Riesenrespekt vor dem Mann. Das hat er einfach nur sehr stark gemacht. Und hat uns hier bis auf die Ziellinie richtig unter Druck gesetzt. Also das muss man wirklich sagen. Er hat keinen Vertrag fürs nächste Jahr. Aber ich werde ihn mir nicht holen. Aber trotzdem, das war sehr, sehr beeindruckend. Starkes Rennen von Wang. Leider hat sich nicht belohnt, muss man aus neutraler Sicht vielleicht sagen. Aber wir freuen uns natürlich über das Rennen, dass wir es gewonnen haben. Easy, ganz klar. So, oh, es geht auch schon weiter. Als nächstes kommen dann die Meisterschaften in Spanien. Zeitfahrmeisterschaft, wohlgemerkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nichts zu melden haben, denn sowohl Orbe als auch Simon haben mit Zeitfahren so gar nichts am Hut. Dann gibt es noch die Meisterschaften in Italien, in Belgien, in Dänemark und in Großbritannien. Und Deutschland müsste doch auch noch irgendwann kommen, oder? Oder haben die einen anderen Termin? Ich schau gerade mal rein. Warte mal, wo ist der Kalender nochmal? Ach da, jetzt habe ich ihn gerade gesehen. Kalendario. Schauen wir mal rein. So, das sind diese Meisterschaften. Spanien, Italien, Belgien. Dann kommt die Österreicher Meisterschaft. Koreanische Meisterschaft. Also südkoreanisch. Und dann kommen noch ein paar Meisterschaften. Ja, guck mal. Zeitfahren Deutschland ist auch gleich. Mit der spanischen und so. Also, wir haben als nächstes Großbritannien, Deutschland, Belgien, Italien und Spanien die Zeitfahrmeisterschaften. Dann am 29. Juni die Meisterschaft in Österreich, die natürlich extrem wichtig für unser Team ist, keine Frage. Am 30. haben wir die Meisterschaft in Südkorea, wo ich mal gespannt bin, ob jemand außer Testtyp mitfährt. Und dann haben wir am 1. Juli die Meisterschaften in Deutschland, in Belgien, in Italien, in Spanien, in Großbritannien und in der Schweiz. Ich bin sehr gespannt auf diese Rennen, die können sehr interessant werden. Und wenn wir das geschafft haben, dann geht es auch zur Tour de France und zur Österreich-Rundfahrt. Also wir sind im Herzen der Saison angekommen. Wir werfen nochmal einen ganz kurzen Blick nach den ersten Meisterschaften auf unsere Platzierungslisten.
sehen, Westertaler und Sala haben ihre Punkte gemacht. Und Ivan Santarumita ist immer noch der Erste in unserer teaminternen Rankingliste. Vor McLay, Verwacke, Berhane und Liu. Ich glaube, Liu hat jetzt natürlich durch die Meisterschaft noch ein paar Punkte gewonnen. Sechster Stari, dann Orbe, Simon, Spengler und Bovin. Ja, und auch Miles Mokka hat jetzt ein paar Punkte gemacht durch den Meistertitel in der Ukraine. Finde ich ein bisschen wettbewerbsverzerrend, dass diese Dinger so stark ins Gewicht fallen. Weiß ich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so geil. In der Super Prestige-Wertung sind wir 14. aktuell. Ja. Dann schauen wir nochmal auf die Siegesliste. Wer ist da unser bester Man? Santarumita mit 4 Siegen. Und wir haben jetzt insgesamt 14. Dadurch halt noch, dass Leo und Smorka jetzt auch Rennen gewonnen haben. Mehr oder weniger halt kampflos, ne? Muss man ja so ehrlicherweise auch zugeben. Aber gut, nichtsdestotrotz soll ihre Leistung nicht schmälern. Schön, dass wir jetzt also 2 Meister mehr im Team haben. Damit sind wir jetzt schon bei 3. Berhane hat es nicht geschafft. Leider Gottes. Naja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zur spanischen Meisterschaft. Ich freue mich sehr darauf, im Zeitfahren wohlgemerkt. Und ja. Bin gespannt, wer spanischer Zeitfahrenmeister wird. Ihr könnt ja mal in die Kommentare eure Tipps abgeben. Wir werden es wahrscheinlich nicht. Aber soll so sein. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.